Liebe Athletinnen, liebe Athleten, liebe Freunde des Startheft Challenge Rot Powered by HEP. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen, 30 Tage vor dem Event, das auch die europäischen und die deutschen Meisterschaften austragen wird. Wir merken gerade in der Triathlon-Gemeinde in Deutschland ist viel Unruhe dabei. Es kam jetzt zu einigen Rennabsagen und auch nochmal Verschiebungen. Deswegen haben wir beschlossen, uns jetzt wöchentlich Minimum einmal an euch zu wenden, um euch immer auf dem Laufenden zu halten. Vorweg gleich die gute Nachricht. Diese Woche waren wir dreimal mit dem Landratsamt und Gesundheitsamt zusammengesessen. Wir haben jetzt unser Hygienekonzept nochmal upgedatet, auf den neuesten Stand gebracht. Und wir haben jetzt grünes Licht bekommen vom Gesundheitsamt. Nächste Woche geht uns dann die schriftliche Genehmigung zu. Es fallen mir ganz, ganz viele Steine vom Herzen. Das könnt ihr euch denken. Ich glaube euch auch. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt durchführen können, unter den momentanen Bedingungen, Inzidenz im Landkreis knapp über 4 und mit dem Hygienekonzept, das wir jetzt haben, sehe ich persönlich bei 90%. Also ich hoffe, ihr freut euch genauso wie wir. Ich hoffe, wir können euch jetzt da noch ein paar Sorgen nehmen, denn das ist auch der Sinn dieser Videonachricht. Wir haben noch ein paar Informationen. Ich möchte beginnen mit einem großen Dankeschön. Vor kurzem habt ihr in großer Anzahl unsere Umfrage beantwortet. Es kam heraus, 89,7% von euch sind schon geimpft. Grandiose Zahl. Wenn wir 90% Impfquote in Deutschland hätten, hätten wir wesentlich weniger Probleme. Vielen, vielen Dank, dass ihr da so mithelft. Macht auch unsere Arbeit leichter, denn wir werden für alle Nicht-Geimpften, Nicht-Genesenen eine Teststation hier in Rot zur Verfügung stellen, damit es keine weiten Wege gibt und wir natürlich auch dementsprechende Kapazitäten vorhalten können. Diese Teststation ist von Mittwoch vor dem Rennen bis Montag nach der Veranstaltung besetzt, da wir auf dem Festplatz in der Wechselzone 1 und in der Wechselzone 2 mit der sogenannten 3G-Regel arbeiten werden. Also es können nur Geimpfte, Getestete und Genesene auf diese Plätze kommen. Zusätzlich gilt noch die FFP2-Maskenpflicht. Ein Hinweis an alle nicht bayerischen Athletinnen und Athleten und Zuschauer, die anrücken: In Bayern gilt die FFP2-Maske. Bitte besorgt euch dann noch welche. Ansonsten, wenn ihr hier ankommt, haben wir am Eingang des Triathlonparks auch noch welche für euch vorbereitet. Es werden 1800 Athletinnen und Athleten starten und wir werden 320 Staffeln willkommen heißen können. Das ist etwas unter der Hälfte der Athleten, die normalerweise in Rot antreten. Aber das gibt uns die Möglichkeit, etwas mehr Luft zu haben, etwas mehr Raum zu haben und noch mehr Zeit für die von euch zu haben, die jetzt starten im Jahr 2021. Wir haben eine tolle Nachricht bekommen vom Bayerischen Rundfunk. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Der Bayerische Rundfunk wird schon morgens vor dem Schwimmstart live streamen auf br.de den ganzen Tag. Diesen Stream könnt ihr auch auf www.challenge-rot.de verfolgen. Und linear, also im TV-Programm, wird der Bayerische Rundfunk zwischen 10 Uhr und 16 Uhr live dabei sein. Freuen wir uns unwahrscheinlich. Auch Sky wird dabei sein. Die sind mit dem Erich Meyer hier, der starten wird, der Fußballstar, der sich auf seine erste Langdistanz begibt und ihn immer wieder im Rennen begleiten. Wir haben für die zu Hause gebliebenen Fans von euch und Familienangehörigen die Zeitmatten vervierfacht im Gegensatz zum letzten Jahr. Also da haben wir sogar noch mal richtig investiert für euch, sodass ihr jederzeit wunderbar von zu Hause aus verfolgbar seid. Und selbstverständlich haben wir den sogenannten Finish-Line-Stream wieder. Das heißt, jeder Athlet, der finisht, kann direkt auf der Homepage gesehen werden von euren Freundinnen und Freunden. Mehr zu dem sehr, sehr umfangreichen Programm, das wir für alle zu Hause gebliebenen vorbereitet haben, kurz vor der Veranstaltung. Und dann freue ich mich auch sehr, mein gegebenes Versprechen an euch einhalten zu dürfen. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass ich gesagt habe, ich möchte keine Veranstaltung durchführen, die ohne Zuschauer im Stadion, die ohne Stadion stattfindet. Wir haben sehr, sehr intensiv
mit dem Gesundheitsamt gearbeitet. Wir werden dieses Jahr das Stadion sogar noch etwas größer machen, da es dieses Jahr bestuhlt sein wird. Und die Familienangehörigen und eure Freunde und Fans sowie die Zuschauer können also im Stadion in noch größeren Dimensionen euch verfolgen. Allerdings sitzend und nicht mit ganz so vielen Menschen wie in den letzten Jahren. Wir freuen uns auch unwahrscheinlich, dass wir die Messe anbieten dürfen. Wir werden auch den Erdinger und Pyrasser Biergarten anbieten dürfen. Also wenn ihr hier nach Roth kommt, um eure Anmeldeunterlagen abzuholen, nehmt euch Zeit, schaut bei den Messeausstellern vorbei. Die haben auch ziemlich gelitten in den letzten Jahren. Lasst euch die neuesten Produkte vorstellen und esst gerne bei uns am Platz. In 10 Tagen wird es hier schon anders ausschauen, denn in 10 Tagen fangen wir an, mit der Firma Nüssli das große Stadion aufzubauen. Und da freuen wir uns drauf, weil es endlich wieder losgeht. Ich hoffe, es geht euch genauso. Einen Ausflug möchte ich kurz noch machen. Ich habe es vorhin angesprochen. Frankfurt-Marathon wurde abgesagt, Cyclassics wurde abgesagt. Sportveranstaltungen in Hamburg sind ab jetzt nur noch für Geimpfte zugänglich. Dies wird in Roth nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt nicht auf uns zukommen. Also da möchte ich euch auch beruhigen. Wir, die Helfer, die Orga, freuen uns unwahrscheinlich. Bleibt bitte gesund. Schöne letzte Trainingseinheiten und wir sehen uns bald hier im Home of Triathlon. Euer Felix.